Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserem heutigen Agile Care Workshop. Heute ist wieder mal ein Montag, 20 Uhr, und das Datum lautet 14. November 2022. Also die beste Zeit, am Workshop teilzunehmen. Ich begrüße Sie ganz, ganz herzlich und will zunächst einmal in den Chat schauen, dass mir jemand mitteilt, ob ich auch akustisch zu vernehmen bin. Ja, da schaue ich mal hinein, ob da jemand vielleicht das mir mitteilen kann. Einfach bloß schreiben, gut zu hören. Das würde mir schon gut gefallen. Ja, guten Abend. Ton super, lese ich. Wunderbar, vielen Dank, Frau Kohlmeier. Also, dann lassen Sie uns starten, ist doch ganz klar. Heute bin ich wieder hier direkt vor Ort, gut versorgt, mit der Unterstützung meiner Frau Renate und auch Tochter Claudia, die mir helfen, im Hintergrund Ihre Fragen zu notieren, die Sie, meine Damen und Herren, im Chat eingeben, wollte ich sagen. Und ich kann mich nämlich nicht in der ersten Phase, wo ich mich immer ein bisschen vorbereite und Ihnen, sagen wir mal, ein Schwerpunktthema vermitteln möchte, kann ich mich nicht gleichzeitig auf den ständig wechselnden Chat konzentrieren. Deshalb bin ich Renate und Claudia sehr dankbar. Vielen Dank schon. Ohne die beiden würde das nicht so gut funktionieren. Ja, ich will auch gleich die vorbereiteten Slides oder Folien per PDF zum Download angeben. Das können Sie ab jetzt, herunterladen. Und ich kann Ihnen schon sagen, es kommen noch weitere Download-Möglichkeiten im Laufe dieses Workshops hinzu. So, und nun kann ich meine vorbereiteten Folien starten. 14. November, Sie wissen es, und es geht bei uns immer für bessere Lebensqualität. Und wir wissen, mit Agile Care geht das. Und Sie haben schon darauf gewartet und hier ist er da. Der wichtige Hinweis. Diese Informationen werden nach bestem Wissen und Gewissen weitergegeben. Sie sind ausschließlich für Interessierte und zur Fortbildung gedacht und keinesfalls als Diagnose oder Therapieanweisungen zu verstehen. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden irgendeiner Art, die direkt oder indirekt aus der Verwendung der Angaben entstehen. Bei Verdacht auf Erkrankungen konsultieren Sie bitte Ihren Arzt oder Heilpraktiker. Ja, schon geschafft. Und hier blende ich die Kommunikationsmöglichkeit mit uns ein. Und ich möchte darauf hinweisen, ich will das jetzt nicht einzeln vorlesen. Sie können das ja, wenn Sie das numerisch, alphanumerisch brauchen, in Ihrem Download verarbeiten. Ich will nur darauf hinweisen, dass wir immer wieder mal eine Nachricht bekommen, dass Sie unsere Einladung nicht erhalten. Sie sollen wissen, dass wir Ihnen diese Einladung nach wie vor senden, nur, und das scheint beim Provider t-online.de zu sein, also bei t-online, dass dort unsere Nachricht irgendwie unterdrückt wird. Wir wissen nicht warum, wir wissen nur, dass es immer, wenn sich jemand, sagen wir, darüber wundert, dass er nicht unsere Mitteilung bekommt und er auch feststellt, dass es nicht im Spam-Ordner gelandet ist, dass es sich da um t-online handelt. Wir können das nicht überwinden. Es geht einfach nicht. Tut uns leid. Unsere Empfehlung wäre, sich eine andere, zum Beispiel kostenlose E-Mail-Adresse zu holen, bei Gmail oder bei web.de oder bei GMX, wie Sie möchten. Dort haben wir solche Erscheinungen noch nicht erleben müssen. Also das sind die Möglichkeiten hier, mit uns zu kommunizieren. Sie sollen wissen, wir kommunizieren mit Ihnen sehr, sehr gern, weil wir dann nämlich Sie unterstützen können, mit Agile Care Ihre Lebensqualität zu verbessern. Und so können Sie auch hier in unseren beiden Einträgen in unserem YouTube-Kanal, nämlich dem oberen Link, der dargestellt ist in roter Farbe, sich zum Basiswissen weiter fortbilden und im unteren Link, der auch in roter Farbe dargestellt ist, zu den Randbedingungen zu informieren. Sie sollen ja wissen, und Sie wissen es sicherlich längst, dass die Randbedingungen sehr großen Einfluss auf die Effektivität und somit den Erfolg des Umgangs mit Agile Care haben. Ja, und es ist ganz natürlich,
dass wenn man etwas sehr, sehr Gutes hat und mit Agilcare hat man etwas sehr, sehr Gutes, dass man das jemandem empfiehlt. Und wir würden uns darüber freuen, wenn das weiter so gut geht wie bisher, dass Sie nämlich potenzielle Anwender ansprechen und sagen, Mensch, ich habe hier was Gutes, probier das doch mal. Das ist doch sicherlich auch etwas für dich, für deine Lebensqualität, um das zu verbessern. Sie melden uns bitte den Namen über die eingeblendete E-Mail-Adresse, nämlich support@ulrich-mtc.de, hier ist sie eingeblendet. Und wir reservieren Ihnen Ihre Tippprovision über 30 Tage, wenn innerhalb dieser Zeit von 30 Tagen in unserem Shop gekauft wird, dann erhalten Sie nach einer Relaxationszeit von 14 Tagen nach dem Kauf von uns die Tippprovision in Höhe von 150 Euro. Wir freuen uns darüber, neue Anwender zu haben. Der Anwender freut sich darüber oder die Anwenderin freut sich darüber, nämlich eine Möglichkeit zu haben, bessere Lebensqualität zu genießen. Und Sie sollen sich freuen, auch wenn diese Tippprovision nicht sehr hoch ist, sollten Sie sich auch darüber freuen. Ich bedanke mich hier an der Stelle noch einmal bei all denen, die diesen Weg schon gegangen sind. Bedanke mich für deren Engagement. Weiter so. Ja, das blende ich immer ein seit einigen Workshops, um zu zeigen, was eigentlich im Hintergrund hier passiert. Wir haben also eine Verfolgung jetzt, einen zeitlichen Ablauf von links nach rechts, so wie es die blauen Pfeile darstellen. Jede Erkrankung hat Sauerstoffmangel auf Zellenebene. Und da kommt es zur Energiekrise, denn die Mitochondrien können keine Energie herstellen, keine ATP liefern. Somit versucht die Zelle, und sie macht es auch, in den Ersatzstoffwechsel zu wechseln, um dann damit über den Ersatzstoffwechsel Energie bereitzustellen für das eigene Überleben. Ja, das sehen Sie in der zweiten Spalte. Wenn der Ersatzstoffwechsel eingestellt wird, wenn der einsetzt, dann kommen Mikroorganismen in großer Zahl auf den Plan und sie kommen da sehr gern hin, weil nämlich genau dieses veränderte Milieu durch den Ersatzstoffwechsel in und um die Zellen herum ihnen, den Mikroorganismen, beste Lebensbedingungen liefert. Mikroorganismen kommen in Dysbalance und das führt eben zu der Situation, dass wir dann ganz schnell nach Etablierung dieser Dysbalance eine Symbiose zwischen Mikroorganismen in Dysbalance einerseits und andererseits der Erkrankung haben. Und der geniale Dr. Rife hat herausbekommen, dass man mit elektromagnetischen Signalen, und diese Signale liefert Agilcare, dass man mit diesen elektromagnetischen Signalen die Dysbalance aufbrechen kann, indem man die Mikroorganismen eliminiert. Und das tun wir, und Sie sehen es rechts, in der vierten, ganz rechts Spalte dargestellt, dass wir mit Agilcare diese Mikroorganismen, die übrigens Viren, Bakterien, Würmer, Pilze und andere Einzeller sein können, dass wir die abwehren, dass wir die eliminieren, ohne dass es Resistenzen gibt übrigens. Ich sprach letztens darüber. Und die Reste werden als Gifte aus dem Körper ausgeleitet. Das soll unten symbolisch der Wasserhahn darstellen. Und da möchte ich das einmal ganz konkret in einer Information über eine Anwenderin hier in einem Fall, möchte ich mal sagen, darstellen. Eine Anwenderin, 91 Jahre, hat starken Schulterschmerz und das ist so gewaltig, dass sie auch wahrscheinlich in der Schmerzsituation über Atemnot klagen muss. Im Krankenhaus, in das sie gebracht wird, stellte man auch noch gleichzeitig eine Spastik fest. Also nicht, wie erst vermutet, ein Herzinfarkt, sondern Schulterschmerz im Zusammenhang mit Atemnot und Spastik. Das Ergebnis innerhalb der 3 Tage, die die Anwenderin, 91 Jahre, wie gesagt, im Krankenhaus war eine umfangreiche Medikamentengabe. Wir sprachen schon öfter darüber, dass unser Gesundheitswesen von starker Medikamentengabe und hohen Umsätzen für die Pharmaindustrie gekennzeichnet ist. Und die Tochter der Anwenderin sagte, das war nicht mehr meine Mutter, die nach Hause kam, das war eine ganz andere Person. Sie kam mir vor, wie auf Drogen gesetzt. Und zum Glück hat der Hausarzt in seiner Ambulanz die Medikamente reduzieren können und es ging etwas besser. Doch nicht ausreichend und deshalb wendete sich nicht die Anwenderin selbst, sondern die Tochter an uns und wir gaben folgende Empfehlung nach der Beschreibung, nämlich hier aufgelistet die Anwendung C396.
Ich wiederhole den Quellencode-Index C396. Die Anwendung heißt Krämpfe, spastisch. Zweitens die Anwendung C532. Ich wiederhole C532, Energie, Vitalität, weil eben die Dame einen sehr, sehr schwachen Eindruck gemacht hat. Und drittens A103. Ich wiederhole den Quellencode-Index A103. Die Anwendung heißt Gehirnströme, Delta-Zustand. Das sollte dazu verhelfen, dass sie eben einen entspannten Schlaf hat, um besser des Nachts zu regenerieren. Sie wissen vielleicht, dass sich hauptsächlich nachts die Mitochondrien regenerieren, was notwendig ist. Am Tag müssen sie schaffen und nachts können sie sich regenerieren und erholen. Und viertens haben wir noch die Empfehlung gegeben, C465. Ich wiederhole den Quellencode-Index, C465, Entgiftung und Lymphe. Schon nach 4 Tagen meldete die Tochter der 91-Jährigen, also eine deutliche Besserung eingetreten. Auch der Schlaf ist wieder in Ordnung. Und es scheint so zu sein, dass meine Mutter, so schrieb es die Tochter, es scheint so zu sein, dass meine Mutter wieder die gewohnte Person ist, die ich erwarte. Es ist der Blutdruck noch ein bisschen hoch. Hier und da tritt noch ein Schwindel auf und wir haben steife Unterschenkel. Und unsere Empfehlung war, die vorherigen, auf der vorigen Folie gezeigten Anwendungen, ich gehe nochmal zurück, diese 4 Anwendungen, die Sie hier unten sehen, dass die weiterhin durchgeführt werden, denn 4 Tage reichten offensichtlich für uns offensichtlich nicht, das Ganze zu lösen, aber aufgrund des zusätzlichen Informationen, Blutdruck hoch und Schwindel, haben wir noch zusätzlich empfohlen die Anwendung C771, ich wiederhole den Quellencode-Index, C771, Hypotonie, niedriger Blutdruck. Und nach weiteren 11 Tagen kam ganz wunderbar für uns und auch für die Tochter und für die Anwenderin natürlich selbst die Mitteilung, eine ganz deutliche Besserung. Wir haben es wieder mit einer energiegeladenen Persönlichkeit, die Fröhlichkeit ausstrahlt und es ist nur noch der Blutdruck etwas hoch. Ansonsten war alles wieder, im Lot. Ich will damit nicht sagen, dass allein die Anwendungen dazu gebracht haben. Da gibt es keinen wissenschaftlichen Beweis. Aber Agilcare ist mit dabei gewesen und wir sind sehr froh, dass offensichtlich mit Agilcare es zu diesem wunderbaren Zustand gekommen ist. Und da noch nicht alles ganz in Ordnung ist, Sie lesen ja hier Blutdruck noch etwas hoch, ist unsere Empfehlung gewesen, alle Anwendungen bitte fortführen, noch einige Tage und dann wird sich dieser positive Zustand, dieser energiegeladenere Zustand, dieser fröhliche Zustand für die 91-Jährige etablieren. Und das ist das, was wir wollen. Verbesserte Lebensqualität. Das habe ich Ihnen jetzt gern einmal gezeigt, weil Sie auch darin sehen, wie Agilcare dargestellt zum Beginn auf der Folie mit den 4 Spalten, dass Agilcare über diesen Weg auf verschiedenen Ebenen beitragen kann, einen Beitrag liefern kann, um bessere Lebensqualität zu geben. Das auf dem Gebiet des Stoffwechsels, auf dem Gebiet physikalischer Funktionen, auf dem Gebiet physiologischer Funktionen, auf dem Gebiet auch von Nervenfunktionen, also Mentalität und ja, Wahrnehmung über die Nervenzellen und das zentrale Nervensystem. In der vorigen Woche habe ich tiefergehend Einblick gegeben in Verhältnisse von Naturzellit und ich bin darauf eingegangen, dass dort wir uns öfter mal auseinandersetzen müssen, hauptsächlich über Journalisten, aber auch hier und da mal über Wissenschaftler, die nicht ganz so exakt arbeiten. Und ich bin dabei den Warnungen entgegengetreten. Mit Naturzellit möge man sich Aluminium bzw. Blei vergiften. Das ist nicht der Fall. Das habe ich, ich denke, recht ausführlich dargestellt. Und wer das noch einmal nachlesen möchte und nachschauen möchte, noch einige Tage ist ja vom vergangenen Montag diese Aufzeichnung zur Verfügung für Sie. Und ich möchte nur sagen und hier davor warnen,
Fernsehjournalisten einfach zu glauben, dahinter steckt immer irgendetwas, eine Absicht, irgendein Geld fließt im Hintergrund. Das ist so zumindest mein Eindruck. Und ich habe schon vor Jahren mit meiner Frau Renate die Schlussfolgerung gezogen, dass wir nicht mehr fernsehen, weil es einfach, ich muss mal sagen, intellektbeleidigend ist, was da teilweise gemacht wird. Wir meiden also Fernsehen und bleiben gesund. Und gesund bleiben, mental und körperlich, das wünsche ich Ihnen auch. Deshalb, vielleicht tun Sie es genauso wie wir. Wenn Sie also hier nochmal tiefer darauf eingehen möchten, auf die Problematik, dann schauen Sie sich die Aufzeichnung an. Und dort haben wir doch recht klar und deutlich dargestellt, dass hier keine Ängste angebracht sind, wenn man die richtige Substanz von Zeolit einsetzt und wenn man die Substanz Zeolit in der Form einnimmt, wie wir das empfohlen haben. Und da bin ich schon beim Thema. Ich möchte Ihnen sehr gern jetzt noch einmal Naturzeolit 10 Mikrometer die Einnahmeempfehlungen zum Download anbieten. Das können Sie ab jetzt, können Sie es herunterladen. Rechts auf Ihrem Bildschirm geht das. Und da auch viele Fragen immer wieder kommen zu Covid-19, zur Spritze, die als Impfung bezeichnet wird, gebe ich Ihnen auch sehr gern nochmal zum Download den Kiefernadeln-Tee. Bei einigen Telefonaten stelle ich fest, dass es nicht allen bekannt ist. Also jetzt können Sie auch das Rezept zum Erzeugen des Kiefernadeln-Tees, ein wunderbares Mittel, um gegen die Folgen einer Covid-Infektion oder Corona-Infektion vorzugehen. Ja, und ich hatte mir noch etwas herausgesucht, muss ich gleich mal schauen. Ja, und auch die Randbedingungen sind so wichtig. Und ich stelle auch fest, dass nicht alle das eben immer zur Verfügung haben. Deshalb biete ich Ihnen jetzt auch noch für die Randbedingungen vor der Anwendung zum Download die Datei an, die sich mit den Elektrolyten beschäftigt. Also während der ganzen Zeit können Sie das immer noch heute Abend hier herunterladen. Und ich wäre somit mit meinen vorbereiteten Ausführungen am Ende und würde Ihnen gern Ihre Fragen jetzt beantworten.